Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich möchte euch heute meine 5 Lieblingsservices in meinem Homelab vorstellen. Los geht's nach dem Intro. Hallo, ich bin Christian von techie.de und ich mache Videos zum Thema Heimnetzwerke, Tutorials und gebe euch einen kleinen Einblick in mein Homelab, sowie zum Beispiel in diesem Video. Entsprechend möchte ich heute meine 5 Lieblingsservices, die ich in meinem Homelab nutze, einfach aufzeigen. Das Ganze jetzt für das Jahr 2019, sind quasi mittendrin und entsprechend vielleicht mal ganz interessant, einfach zu wissen, was nutze ich am meisten und wo lege ich mein Augenmerk drauf. Software Nummer 1 ist für mich ganz klar Home Assistant. Home Assistant ist meine Software für mein Smart Home. Damit steuere ich also Licht, Rollläden, diverse Automatisierungen. Wenn irgendwas passiert, dann soll das und das passieren. Das ist ganz klar bei mir Nummer 1. Warum ich Home Assistant genommen habe, nicht zum Beispiel FHM oder Open Hub, ist ganz klar. Als ich das angefangen habe mit Heimautomatisierung, habe ich mit FHM genommen. Das ist aber, finde ich, etwas sehr tricky und viel Bastelei. Open Hub, zumindest das, was ich mir damals angeguckt habe, basierte großenteils auf Java. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin Java-Feind, aber ich mag nicht unbedingt Software, die auf Java basiert. Das stört mich zum Beispiel schon beim Unify-Controller. Vor knapp 2 Jahren bestimmt, fast dann, vielleicht sind es auch 3 Jahre mittlerweile, bin ich dann auf Home Assistant gestoßen. Und das ist einfach eine super Software, die stetig sehr gut weiterentwickelt wird, eine super Community. Und alles, was in irgendeiner Art und Weise offen ist, kann man daran anschließen. Wenn du also selbst mal nach einer Smart Home Software suchst, solltest du dir das mal angucken. Alle Software und entsprechende Links dazu packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung rein, damit ihr da entsprechend draufklicken könnt und könnt euch die Software dann von selbst mal angucken. Software Nummer 2 ist Plex. Plex ist mein Medien Center und dazu werde ich nochmal später ein dediziertes Video zu machen, warum ich unbedingt Plex nutze und nicht zum Beispiel Kodi oder andere Software. Plex verwende ich aber hauptsächlich im Wohnzimmer quasi, da wo meine Medien am meisten wiedergegeben werden. Dann schaue ich Filme, Serien, höre Musik und so weiter. Warum ich aber trotzdem Plex relativ weit oben habe, ist, wenn ich irgendwie unterwegs bin, in der Bahn oder wie auch immer, schaue ich gerne übers Handy entsprechend dort Filme und Serien, die ich darauf habe. Ist halt ganz praktisch, weil man kann auch gerade, wie ich als Plex Pass Kunde, das Ganze auch offline gucken und hat dann seine Filme direkt griffparat, ohne dass man zum Beispiel das Ganze nochmal extra runterladen muss. Oder, das bietet ja auch nicht jeder Streaming-Dienstanbieter an, man muss halt das Ganze immer noch online gucken. Und wer ein bisschen mehr unterwegs ist, weiß, dass die Datenverbindung, zumindest hier in Deutschland, immer etwas nervig ist. Software Nummer 3 ist bei mir Isinger. Zu Isinger gibt es hier auf dem Channel schon diverse weitere Videos, wie man das einrichtet und wie auch immer. Aber warum eine Monitoring-Software als wichtigstes Service? Das ist ganz klar. In einem meiner früheren Videos, wo ich dann zum Beispiel über das Homelab in der Beziehung mit meiner Freundin zum Beispiel diskutiert habe, war ein Punkt dabei, dass es wichtig ist, um die Akzeptanz zu erhöhen in der Familie, beim Partner, dass es immer funktioniert. Und es ist einfach für mich sehr wichtig, wenn ich weiß, okay, die Webseite für unsere Wetterstation, die funktioniert immer. Und ich kann vorher drauf zugreifen und das Problem lösen, bevor vielleicht hinterher meine Freundin auf mich zukommt und sagt, hier Christian, die Wetterstation funktioniert mal wieder nicht. Und ich dann hinterher nervig irgendwas rummachen muss. Es weckt einfach nicht die Akzeptanz des Ganzen. Und ich versuche schon mit einer sehr hohen Akzeptanz, das Ganze einfach auch diverse Ausgaben, die man mal im Homelab macht, einfach auch leichter relativieren zu können. Wie in dem damaligen Video erklärt, es gibt da keine Streitereien oder wie auch immer, da sind wir ja relativ frei. Aber es ist halt immer einfach zu sagen, ja, hey, cool, das ist ein Hobby, damit funktioniert auch, funktioniert immer alles, dafür habe ich auch irgendwas. Und entsprechend ist es für mich wichtig, immer im Vorhinein zu wissen, hey, was ist los? Es ist nicht immer nur die Verfügbarkeit, sondern es geht auch darum, reicht die Leistung, die ich zum Beispiel einer VM zugewiesen habe,
reicht die noch oder muss ich vielleicht erhöhen? Ich bin gerade so in Planung, mir vielleicht einen neuen Home-Server zusammenzustellen. Reicht die Leistung? Muss ich ein bisschen mehr machen? Wo brauche ich ein bisschen weniger? Und entsprechend dahingehend ist es halt einfach ganz gut zu wissen, wie sind meine Systeme so ausgelastet. Software Nummer 4 ist bei mir Bitwarden. Auch zu Bitwarden gibt es auf diesem Kanal schon ein Video, wie ich das Ganze einrichte. Bitwarden hat bei mir als Passwortmanager 1Password abgelöst. 1Password ist zumindest auf dem Mac quasi fast alternativlos, wenn es die Integration in andere Software und allem drum und dran ging. Aber es ist mittlerweile auch relativ teuer und vor allen Dingen ist es halt auch komplett Cloud gehostet, sodass ich auch nicht sagen kann, okay, ich mache das selbst für mich. Zudem haben wir das als Familienaccount genutzt, dass wir eigentlich das nur einmal bezahlen müssen und nicht jeder macht seinen eigenen Monatsabo, damit er das mit seinen ganzen Geräten synchronisieren kann. Entsprechend sind natürlich dann auch die Passwörter von uns beiden dann in der Cloud gespeichert und ich bin jetzt kein Cloud-Feind, um Gottes Willen. Ich finde die Cloud grundsätzlich gut, weil sie uns viele gute neue Software gebracht hat, aber im Laufe der Zeit gibt es halt gute Anbieter, die diverse Dinge besser machen und in dem Fall ist es zum Beispiel Bitwarden, dass ich meinen Passwortmanager selbst hoste, kann ihn trotzdem über verschiedene Geräte synchronisieren, egal welches Device das ist, ob das iOS, macOS, Windows, Android. Es gibt für alles einen Client und vor allen Dingen halt auch Browser-Plugins. Und das Ganze macht das halt einfach dann wieder super und schnell integrierbar. Natürlich gibt es dann auch so Software wie KeePass zum Beispiel. Das ist aber, wenn man so ein bisschen noch aufs Design guckt, schon eher irgendwie voll 90er. Und Services wie LastPass, die gefühlt einmal einfach leer irgendwo in den Medien sind, weil mal wieder irgendeine andere Sicherheitslücke aufgedeckt worden ist, ist es halt auch nicht unbedingt mal das, was ich habe. Und da fühle ich mich halt auch nicht sicher mit meinen Passwörtern, weil da steht halt auch viele Dinge drin, Zugang zu Bankdaten, also zum Online-Banking und diverse andere Dinge, die möchte ich schon da recht gut geschützt haben. Software Nummer 5 ist bei mir Bookstack. Bookstack gibt es, ja, einer meiner letzten Videos dazu ist quasi eigentlich dafür gedacht, um Bücher zu schreiben, um Kapitel, Bücherregale zu machen und zu sortieren und so weiter und so fort. Ich persönlich nutze das halt als Wiki, einfach deswegen, weil es einfach schön übersichtlich ist. Es hat eine gute Suche, es sieht ganz akzeptabel aus, es lässt sich gut erweitern und entsprechend ist es für mich einfach eine gute Software geworden. Das Video, worüber ich gemacht habe, ging zum Beispiel darüber, dass ich mal unsere Rezeptverwaltung darüber mache, heißt alle Rezepte, die wir zum Beispiel über HelloFresh, Chefkoch, auf Zeitschriften von Freunden, wie auch immer, einfach alles da reinsammeln, dass wir eine große Rezeptdatenbank hat. Quasi das, was Omi sozusagen früher in ihren mehreren selbstgeschriebenen Kochbüchern hatten, packe ich halt alles zusammen in Bookstack rein, um dort drauf zuzugreifen. Abschließend würde ich mich freuen, wenn ihr eure Top 5 bei mir unten in die Kommentare reinschreibt, welche Software ihr so am liebsten verwendet. Wenn sie nicht direkt so zuzuordnen sind, wäre es ganz cool, wenn ihr noch dabei schreiben würdet, warum ihr genau diese Software dafür verwendet. Zum Beispiel bei mir Bookstack, warum ich das als Wiki verwende und nicht zum Beispiel zum Schreiben von Büchern oder sowas. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Seid ihr noch kein Abonnent meines Kanals, abonniert ihn, wenn es euch gefallen hat. Und freut euch einfach auf meinen nächsten Videos. Dann bedanke ich mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag, bis dann und ciao, ciao.